Doch das mysteriöse Höllenpferd Shaitan wusste erstaunlicherweise über die Identität Cheyennes und dass er der einzigste Schattenprinz seiner Art war, Bescheid und beschloss, den letzten Schattenprinz zu töten. Sich mit einem Höllenpferd anzulegen, war schon immer bescheuert. Aber selbst du scheinst das ja nicht zu verstehen, hm? Es ist mir egal, was du denkst. Lass dieses Fohlen frei zum letzten Mal. Oh, glaubst du, das hat mich jetzt genockelt? Du bist so dumm. Ich bin ein Höllenpferd. Du kannst mich so oft umschmeißen, wie du willst. Das interessiert mich nada. Lass uns in Ruhe. Nein, das werde ich nicht tun. Au. Das war's dann wohl. Auf Wiedersehen, Sonnenherz. Nein, nicht mein Mentor. Lass ihn los.
ist schon in Ordnung, Lichthuf. Mir geht's gut. Wirklich. Oh ja, das sehen wir, dass es dir gut geht. Lass mich in Ruhe. Lichthuf. Lichthuf? Ist alles in Ordnung mit dir? Lichthuf! Lichthuf! Oh, du rufst nach Lichthuf, ja? Tja, ziemlich blöd, wenn man sich mit einem Höllenpferd wie mir anlegt. Das war's dann wohl für dich, Sonnenherz. Ich frage mich, wie Cheyenne und Sonnenherz gehen. Ich gehe sie mal besuchen. Cheyenne? Sonnenherz? Wo seid ihr? Oh, du bist erledigt, Schattenprinz. In einer Minute bist du nur noch Geschichte. Tja, glaubst du, dass du mit einem Schattenprinz wie mir fertig wirst, ha? Ja, das glaube ich, weil du innerhalb von einer Minute, wie schon gesagt, erledigt bist. Oh, ich glaube aber nicht, dass du es mit mir aufnehmen kannst. Eat this, Baby. Hä? Was? Nein, was zur... Ha! Ich hoffe, das hat dir geschmeckt. Und jetzt verzieh dich! Na los, zieh Leine! Eigentlich gute Theorie, Schattenprinz. Aber leider... Hä, was zur... Na? Jetzt bist du erledigt. Ein für alle Mal. Oh nein, er meint es wirklich ernst. Jetzt ist es... Jetzt ist es mit mir aus. Nein, nein. Sollte das schon der Preis für meine Reise gewesen sein? Oh, ja, das war der Preis für deine Reise. Auf Wiedersehen, Schattenprinz. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie geht's denn da unten jetzt weiter? Cheyenne, Sonnenherz, die beiden sitzen ganz schön in der Klemme. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch nur ein kleines Fohlen. Was soll ich denn machen? Ah, ich weiß es. Hilfe, Hilfe! Was war das? Das klang nach einem Hilferuf, aber von... Hilfe, zu Hilfe, Hilfe! Lichthuf, ich komme! Es war nicht gerade schlau, sich mit einem Höllenpferd anzulegen, Sonnenherz. Na, was sagst du nun? Lass mich in Ruhe. Oh, schau an, der Herr hat das Sprechen doch nicht verlernt. Das war nur ein winzig kleiner Ausrutscher, hm? Ein Ausrutscher, der sich bald als Todesurteil erweisen dürfte. Das war's denn wohl für dich, Sonnenherz. Eat this. Ja. Lichthuf ist Cheyenne. Sonnenherz. Nein. Lass sie in Ruhe oder ihr bekommt meine Hufe zu spüren. Wer bist du denn? Na los, sag, wer du bist. Ansonsten... hat es sich sehr leicht ausgeholfen. Ich frage dich noch ein letztes Mal. Wer bist du? Ich bin Augustina,
Königin der Urpferde. Chaitan, lass diese beiden jungen Hengste in Frieden. Das kannst du vergessen, Schätzchen. Ich werde sie nicht in Ruhe lassen. Das kannst du vergessen, in 1 Million Jahren nicht. Nun denn, Avestina, Königin der Urpferde. Wenn ich mit dir fertig bin, erkennt dich nicht mal mehr dein Vater. Chaitan, was hast du mit meinem Vater zu schaffen? Oh, ich hatte vergessen, dir etwas zu sagen. Ich habe Owen Roe getötet. Du? Du hast meinen Vater getötet? Oh ja, das habe ich. Das habe ich. Oh nein! Was ist denn mit Cheyenne? Warum rettet ihn denn keiner? Cheyenne!